Der Sommer ist heiß, aber der Winter wird kalt und das Gas geht aus und es gibt jedenfalls im Moment noch keinen Ersatz oder jedenfalls nicht ausreichend Ersatz. Es ist jetzt wirklich notwendig, Nägel mit Köpfen zu machen und die wichtigen Probleme nicht zu vertagen. Das heißt zusammenfassend gesagt, endlich Entscheidung zur AKW, die Klärung der Speicherfrage in Österreich, zusätzliche Pipeline, insbesondere über die Nordostpassage, schnell auf den Weg bringen. Wir helfen bei allem dabei, wo es nur geht. Und heute haben wir dann nochmal abschließend nochmal uns klar zum Thema Radfahren bekannt, als wohl das sympathischste Verkehrsmittel, selber fahre auch sehr gern, als auch das günstigste Verkehrsmittel. Deswegen werden wir das Verfahren für die Radwege nochmal deutlich erhöhen. Unser Ziel ist, 1500 Kilometer bis 2030 da auf das Rad oder umzusetzen. Das wird eine Steigerung fast 25% sein. Wir wollen beim Rad also tatsächlich nochmal mit das Radland Nummer 1 werden. Heute waren es natürlich die großen Sorgen, die uns beschäftigt haben, Energie. Und wie ich finde, ein toller Ausblick des Verkehrsministers auf das Thema Radfahren. Vielen Dank.